Ey yo, was gab es? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und nach längerer Zeit kommt auch endlich mal hier wieder ein Video. Es kam jetzt schon eine ganze Weile kein Video mehr, aber jetzt kommt wieder eins. Und im Hintergrund seht ihr eine neue Folge der Serie Nuklearmitte der Waffe. Er spielt hier mit der XA2 auf Nuketown. Am Anfang wieder mal sehr unglücklich gestorben, aber gespielt habe ich hier mit dem Tiom und dem Legend Technics. Und das Gameplay ist auf jeden Fall ganz chillig. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt wieder mich bemühen, mehr Videos hochzuladen, weil es kam jetzt wirklich eine ganze Zeit gar kein Video mehr. Sonst war es ja immer nur so 2 Wochen, die mal kein Video kam. Jetzt war es ja schon eine ganz längere Zeit. Ich weiß es gerade gar nicht, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie lange das letzte Video her ist. Aber ich werde mich auf jeden Fall jetzt bemühen, wieder regelmäßig Videos hochzuladen. Und ja. Ich werde wahrscheinlich auch dann, wenn Battlefield 1 rauskommt, werde ich das vielleicht ja auch bringen, weil das ist ja auch so shootermäßig und das soll richtig geil werden. So erster Weltkrieg ohne Boosten und die ganze Kacke. Auf jeden Fall gar richtig geil. Und das neue COD natürlich und MW1 wird natürlich hier auch kommen. Mal gucken, vielleicht werde ich noch mit einer neuen Serie anfangen, noch, ob es das noch lohnt, aber ich denke schon mit dem Tiom. Lass dich da auf jeden Fall überraschen, was wir da machen werden. Müssen wir noch gucken, wie wir das genau machen, weil das ist ein bisschen schwerer, was wir machen wollen. Aber ich denke, ich kriege das schon irgendwie hin. Und dann werde ich auch mal probieren, mein nächstes Video auf dem PC zu schneiden, damit ich das noch ein bisschen besser hinkriegen kann. Muss ich mich da nur mal reinfuchsen. Beim PC habe ich und ein Aufnahmeprogramm kriegt man ja bestimmt irgendwo erstmal kostenlos für den Anfang. Das wäre nämlich, glaube ich, mit dem Aufnahmeprogramm so geiler und da könnte man auch hat man dann auch mehr Möglichkeiten. Und ja, also zur neuen Serie nochmal, die ich mit Tiom machen werde, werden wir dann wahrscheinlich etwas um gute Frage.net machen. Die kennt ihr ja bestimmt. Da stellen Leute so halt Fragen, was sie gerade, wenn sie gerade irgendein Problem oder Sachen haben, aber dann gibt es auch manche Leute, die sind wirklich außerordentlich dumm, kann man sagen. Die schreiben da richtig behinderte Sachen. Wir haben uns auch schon ein paar Sachen durchgelesen. Ich meinte sofort, daraus kann man richtig gute Serie machen. Und dann meinte der Tom, ja, dann kannst du halt mit mir die machen. Ja, mal gucken, vielleicht fängt er auch irgendwann mit YouTube an, aber ich denke nicht so. Aber bei mir auf dem Kanal wird er auf jeden Fall öfters dann zu hören sein. Dann werde ich die vielleicht auch regelmäßig bringen, muss ich nur gucken. Ich habe jetzt einige Zeit mehrere Nukleas erspielt, deswegen werde ich hoffentlich jetzt auch wieder mehr Videos bringen. Und jetzt seht ihr hier gerade, dass ich keine Muni mehr habe, aber ich will ja die Nukleas eigentlich immer nur mit der XAT bzw. mit der Waffe, die ich gerade bei habe, erspielen, weil es ja Nuklear mit der Waffe und eine normale Nuklear kannst du ja alles benutzen, was du möchtest, außer halt Killstreaks. Und jetzt gehe ich mich einfach für die restliche Zeit der Punkte im Haus vergärten. Ja, ist jetzt auf jeden Fall gerade nicht so interessant, was im Hintergrund passiert, aber der Rest ist eigentlich ganz chillig. Auf Nuketown und Nuklear zu erspielen ist immer, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil die da überall spawnen können und ohne Orbis ist immer so eine Sache. Ich habe jetzt hier noch irgendwie probiert, einen Gegner safe mit dem Burst zu holen, aber Tiom und Legend Technics meinten die ganze Zeit, nee Digga, bleib hinten, du hast noch eine ganze halbe Zeit. Bin ich halt eher hinten geblieben und jetzt habe ich nämlich gar keine Muni mehr. Warte jetzt einfach hier, bis die Runde vorbei ist. Beziehungsweise die Halbzeit. Und die nächste Halbzeit startet dann auch gleich. Ja, und es kam ja auch ein Update raus. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Spezialisten, den Blackjack. Der ist auf jeden Fall ganz geil, was ich nur schade finde, dass man den nur für eine Stunde kriegt, man den, glaube ich, wenn man die wöchentliche Aufgabe erledigt hat. Aber mit dem werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen oder ein Gameplay probieren zu erspielen. Nach 4 Kills, glaube ich, in Folge kriegt man von dem Gegner die Waffe, glaube ich. Ich habe den noch nicht gespielt, aber so müsste das, glaube ich, sein. Und nach 5 kriegt man dann noch eine andere und du kannst dann zwischen den beiden auswählen, sag ich mal, killst den Gegner mit Annihilator nach 4 Kills. Und nach 5 Kills einen mit Sensor, dann kannst du zwischen den beiden Waffen halt wählen, welche du haben möchtest. Es gibt einige neue Waffen, es gibt, glaube ich, einen neuen Revolver, eine Shotgun und wieder einige Nahkampfwaffen. Ich
schuldig, wenn ich jetzt eine vergessen habe, aber ich glaube, so wird es sein. Ich glaube, es gibt noch eine Fernkampfwaffe, aber ich weiß jetzt nicht genau. Eine davon ist auf jeden Fall legendär, nicht selten wie bis jetzt alle Fernkampfwaffen. Und bei Nuklear mit jeder Waffe werde ich natürlich dann wahrscheinlich nicht mit den neuen Waffen, die hinzugefügt wurden, die werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also wenn ich die ziehe und damit eine Nuklear spiele, dann werde ich es schon machen, aber wenn ich die erst ziehen muss und damit noch kein Nuklear habe, dann wäre es ziemlich mau, weil ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen. Und ich habe letztens mit der Weevil Nuklear gespielt. Dafür wird auch bald das Gameplay kommen. Aber ich habe dort mit der CUDA noch 3 oder 4 Kills gemacht, weil ich keinen Plünderer dabei hatte. Vielleicht auch mehr, ich weiß nicht genau, aber ich bin dann auf einer 45er Ganztyp, glaube ich, war ich dann. Von daher denke ich, geht es eigentlich klar, dass ich da noch ein paar Kills mit der CUDA gemacht habe. Ja, ich hoffe, das könnt ihr mir dann auf jeden Fall verzeihen. Und nochmal sorry, dass ich so lange keine Videos mehr gemacht habe. Ich hatte einfach nicht die Motivation dazu. Weiß ich nicht. So warm draußen, man will lieber baden gehen. Jetzt hat es in letzter Zeit viel geregnet, deswegen hat es auch das Angebot nicht mehr so warm draußen. Ist eher so schwül. Und ich kann euch ja nochmal eine kleine Story erzählen. Jetzt wieder letztens passiert es wieder beim Feiern. Und wieder mit Schlägerei, aber es ist auf jeden Fall keiner umgekommen oder schwer verletzt gewesen oder so. Wir waren halt feiern am Rosenfest. Das ist in Eichwalde. Das ist in Eichwalde. Und da waren wir halt. Und dann ganz spät abends nach ungefähr, wie spät war es da? 2 Uhr oder 3 Uhr. Da waren wir dann schon weg, aber 2 Kumpels waren noch da, glaube ich, oder so. Und dann, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, auf jeden Fall kam es dann zu einer Massenschlägerei mit irgendwie 20 Leuten oder 25 Leuten oder so, und die Polizei war erst dann später da, weil die haben das ja nicht direkt mitbekommen, weil dann da war dann auch fast nichts mehr los, und dann als die Musik dann ausging und so, haben die sich auf einmal alle angefangen zu prügeln vom Kumpel. Der Kumpel, der hat eine Flasche über den Kopf bekommen oder auf jeden Fall irgendwas, der hatte eine offene Lippe und war kurz ohnmächtig oder so. Ja, auf jeden Fall richtig unnötig sowas. Aber naja, ist halt auf Festen so. Auch wenn so eine Massenschlägerei jetzt vielleicht nicht so typisch ist. Und jetzt bin ich hier auch auf jeden Fall kurz vor der Nuklear, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber ich müsste, glaube ich, 3, 4 davor sein oder so. Sind wir? Ah, jetzt bin ich 5 davor, genau. Können wir kurz hier aufs Gameplay im Hintergrund konzentrieren. Ja, jetzt kommt, glaube ich, noch gleich noch mal einer hinter mir und der holt mich, glaube ich, noch mal fast. Und ihr müsst auf jeden Fall am Ende gucken, wie ich noch sterbe, nachdem ich die Nuklear kriege. Ist auf jeden Fall richtig knapp gewesen, dass ich die noch erreicht habe. Ja, den kriege ich jetzt erstmal nicht. Jetzt kommt da gleich noch mal einer hinter mir. Aber der stirbt dann zum Glück wegen meinem Energiekern, weil der auf den geschossen hat. Der war quasi wie ein Schutzschild gerade für mich. Und jetzt hole ich den da. Auf 26er bin ich jetzt, glaube ich. Jetzt müsste ich gleich da den holen, dann bin ich auf 27er, genau. Und jetzt fehlen mir noch 3 Kills. Jetzt rush ich, glaube ich, ins Spawn rein, hole dann ein und dann nochmal 2. Und danach sterbe ich direkt nach der Nuklear. So, jetzt hole ich den und jetzt noch die letzten beiden. Zack. Und jetzt kommt da der 4. Da Aim Fail und ich sterbe. Naja, auf jeden Fall trotzdem habe ich die Nuklear erreicht hier mit der XA2. Ja, und dann ist das hier auch schon fast vorbei. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.